Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Geistbox von OG Kimo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Geist von OG Kimo, das Ganze am 22. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Die Box ist quadratisch, ziemlich groß und auch ziemlich hoch. Wir haben hier von der Form so eine klassische Vinylbox. Bevor wir das Ganze starten, werden wir mal die Folie entfernen. Am besten hier seitlich aufschneiden. So. Und dann kann es auch schon losgehen. Also, wir haben hier auf dem Cover OG Kimo, der hier durch ein Bandana verborgen ist. Wir sehen hier seine rechte und seine linke Hand. Dann hier die Nase und die Mundpartie. Hier unten, die unteren Zähne wurden hier mit Grills noch verstärkt. Auf der Seite haben wir dann hier so schwarz-rote Ornamente. So ein Muster. Das dürfte sich hier komplett durchziehen. Also es ist dieses klassische Muster, das man dann auch auf Bandanas kennt, wie zum Beispiel hier. Und der untere Teil der Box ist dann so gestaltet. Also hier haben wir wieder in Nahaufnahme die Zähne samt Grills. Oben rechts einen Barcode. Und dann haben wir hier unten noch die Beteiligten. Jawohl. Gut, das Ganze ist abnehmbar. Also der Deckel hier geht runter. Wie gesagt, hier unten das Ganze in schwarz gehalten, hier oben in dieser Ornamentoptik. Von innen die Box in schwarz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben als erstes hier einmal einen Hoodie. Dann haben wir das Album auf CD. Und zusätzlich dann auch noch das Album auf Vinyl. So, auch hier wieder die Box in schwarz. Wir packen das Ganze mal wieder zusammen. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Nachdem hier das Album noch eingeschweißt ist, also sowohl die CD als auch die Vinyl, werden wir auch die hier wieder mal rausholen. So, einmal. Und zweimal. So, nach diversen EPs, die der gute Mann ja schon veröffentlicht hat, ist das nun sein Solo-Album, sein Solo-Debüt. Geist ist das Debütalbum von OG Kimo. Das Ganze erscheint über Chimperator. Gut. Wir starten wie immer mit der CD. So sieht die aus. Wir haben hier kein Cover im klassischen Sinn. Also wir haben hier ein reguläres Jewel Case, aber das ist durchsichtig gestaltet. Bedeutet, wir sehen hier direkt die CD. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite so einen Streifen. Hier lesen wir einmal Geist. Dann haben wir hier wieder diese Ornamentoptik und einen Smiley zu oberst. Und ansonsten haben wir hier dann hier noch die Credits, also die Beteiligten. Hier steht dann Chimperator und so weiter und so weiter. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also wir haben hier nicht mal eine Tracklist oder irgendwas. Hier ist einfach alles blank und durchsichtig. Und von innen sieht das dann so aus. Wir haben hier das Cover, zumindest hier auf der linken Seite, nochmal auf der CD aufgedruckt. So sieht die CD dann aus. Und wir haben, nachdem wir jetzt hier keine Tracklist haben, auch noch die Vinyl. Ich hoffe mal, dass wir darin irgendwie ein bisschen mehr Einblick bekommen. Also, das Album auf CD im regulären Jewel Case. Und dann haben wir hier das Album auch nochmal auf Vinyl. Die sieht so aus. Cover ist ident mit dem Boxdeckel. Hier auf der Seite lesen wir dann in Rot OG Kimo Geist. Und auf der Rückseite haben wir dann oben rechts wieder einen Barcode und hier haben wir dann auch die Tracklist. Also wir haben hier A, B, C und D durchnummeriert und dann haben wir hier eben die Tracks auf den einzelnen Seiten
Tear, Nebel, Set und so weiter und so weiter. Es sind insgesamt 13 Tracks. Dann haben wir hier unten wieder die Beteiligten. Keine Features sind hier mit drauf, also sind wirklich allesamt Solo-Tracks. Wobei man aber sagen muss, dass das Album recht kurz ist. Also ich glaube, es ist so zwischen einer halben Stunde und 40 Minuten, 35, 36 Minuten, sowas. Es sind teilweise sehr kurze Tracks auch mit dabei. So, wir haben hier in den Taschen, in diesen Stecktaschen, die beiden Vinyls. Schauen wir noch, ob wir hier noch irgendwas haben, aber ich glaube, nachdem wir das Album auf CD haben, ja, gibt es hier keinen Download-Code oder ähnliches. So, wir haben hier die Vinyls, die kommen in gestalteten Hüllen. Bedeutet, wir haben hier nicht einfach nur so eine klassische Hülle, sondern wir haben hier in Rot das Ganze und in der Mitte hier im Hochformat nochmal OG Kimo abgebildet. Hier auf der Seite lesen wir dann noch die Credits. Danach habe ich gesucht. Also hier lesen wir, wer daran beteiligt war, wer hat gemischt, gemastert, wo wurde das Ganze aufgenommen, Artwork und Fotos. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist nochmal im Überblick. Die 13 Tracks, hier auch nochmal die Infos, wer daran mitgewirkt hat. Hier haben wir ein Auge noch. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jawohl. So sieht die Vinyl aus. Also kein klassisches Schwarz, sondern das Ganze wurde hier in so einem Rot, in so einem durchsichtigen Rot gehalten. Gefällt mir richtig gut. Hier in der Mitte haben wir dann noch den Smiley. Hier lesen wir dann A. Auf der Rückseite der Smiley im Negativ dann. Hier lesen wir dann B. Also A und B Seite hier in Rot gestaltet. Sehr schön. Packen wir die Vinyl wieder zurück und nehmen uns die zweite. So sieht die zweite Hülle aus. Hier haben wir jemanden im Spiegel stehen. Und hier dann nochmal OG Kimo mit einem Windbreaker mit der Kapuze ins Gesicht gezogen. Hier sehen wir auch wieder die Grills. Und dann schauen wir noch, wo das Ganze ja, hier auf der Seite aufgeht. Und auch diese Vinyl hier in Rot. Hier haben wir dann die C-Seite. Und die D-Seite, also hier die Smiley ist dann in Rot-Weiß, beziehungsweise Rot-Schwarz. Jawohl. Gut, das war's zur Vinyl. Und dann haben wir noch als weiteren Boxinhalt einen Hoodie. So, den schauen wir uns mal an. Wie wir sehen können, ist dieser in Schwarz gehalten. Wir haben dann hier auf der linken Brust den Schriftzug Geist, hier in so einem Weiß, beziehungsweise es ist so ein Hellgrau, so Silbergrau, also Geist hier auf der linken Brust. Hier unten haben wir dann noch eine Bauchtasche, also hier mit links und rechts Eingriff jeweils. Dann haben wir die Ärmel hier vorne noch einmal vernäht, also hier oben, hier vorne so ein Bund, genauso wie hier an der Taille, hier unten dann noch ein Bund vernäht. Dann die Kapuze, die sieht so aus. Hier haben wir dann noch zwei Bändel, um das Ganze entsprechend zuzumachen. Und auf der Rückseite ist das Ganze dann etwas farbenfroher gestaltet. Denn hier haben wir den Schriftzug OG Kimo Geist. Und dann lesen wir hier, du kannst einen Geist nicht fangen, eine Original OG Kimo und Funkvater Frank Produktion, keine Tracks, das hier ist die Realität. Okay. Dann haben wir OG Kimo noch abgebildet in Türkis und Rot. Ja, das sieht echt etwas eigenartig, etwas unheimlich aus. Und wir haben es bei diesem Hoodie zu tun. Wo haben wir es? Mit einem Gilden Heavy Blend in der Größe L und das Ganze ist 50% Baumwolle und 50% Polyester. Alles klar. Gut, dann legen wir den Hoodie mal wieder zusammen. Die Größe war übrigens Einheitsgröße, also die Größe konnte man damals nicht frei auswählen. Somit haben alle Boxen den gleichen Hoodie drin, was die Größe betrifft. So, dann packen wir hier wieder zusammen. Einmal und zweimal. So,
Und zum Abschluss fasse noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Hoodie in der Größe L. Dann haben wir die Vinyls, zwei an der Zahl, also das Album auf Doppelvinyl. Die kommen in diesen wunderschönen Hüllen hier und die Vinyls sind in Rot eingefärbt. So sieht dann das Ganze aus, also die Vinyl-Edition. Und dann haben wir das Album auch noch auf CD hier im regulären Schulcase, die 13 Tracks. Jawohl! So, dann packen wir das Ganze zur Seite. Das alles in dieser wunderbaren Box. Geist von OG Kimo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr OG Kimo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.